Ja, ihr Lieben, wir wollen nun miteinander die Botschaft des Propheten Daniel aufschlagen im 6. Kapitel. Daniel Kapitel 6 unter dem gewaltigen, großen, herrlichen Thema die Macht des Gebetes, natürlich der Gläubigen, der Kinder Gottes im Alten Testament der Israeliten, die Macht des Gebetes gegen die Reiche dieser Welt. Im Volksmund sagen wir schlicht und einfach Daniel in der Löwengrube. Eine Geschichte, wo wir als Kinder und gewiss auch wieder unsere Kinder und Enkelkinder mit glühenden Wangen zugehört haben, wenn uns diese dramatische Geschichte erzählt wurde von Daniel in der Löwengrube. Nun aber theologisch auf das, was wir bisher gehört haben, was uns auch hier an den Plänen etwas verdeutlicht wurde. Es geht hier um den Kampf, um die Auseinandersetzung der Finsternis, Daniel, in den Weltreichen gegen das Reich Gottes. Natürlich auch der Satan gegen Gott, das wissen wir. Und all die finsteren Mächte, von denen Paulus im Epheserbrief sagt, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Darum geht es also um diesen Kampf. Noch einmal, die Macht des Gebetes im Kampf gegen die Weltreiche. Nun wollen wir mal sehen, wie viele Millionen Beter jetzt in Daniel Kapitel 6 aufmarschieren, um gegen diese Dämonie der ganzen Weltreiche zu kämpfen. Darf ich mal ganz kurz vorlesen? Und Darius aus Medien nahm das Reich ein, da er 62 Jahre alt war. Und Darius sah es für gut an, dass er über das ganze Königreich setzte 120 Landvögte. Über diese setzte er 3 Fürsten, deren einer Daniel war, welchen die Landvögte sollten Rechnung tun, dass der König keinen Schaden litte. Daniel aber übertraf die Fürsten und Landvögte alle, denn es war ein hoher Geist in ihm. Darum gedachte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Soweit zuvor die einleitende Schriftlesung. Ihr lieben Brüder und Schwestern, ihr lieben Gäste und Freunde, im Buche Daniel haben wir die gewaltigste Offenbarung über den Verlauf der Welt- und Heilsgeschichte mit dem Volke Israel und mit den Weltvölkern über Jahrtausende bis hinein in die Ewigkeit. Und diese besondere Schau, die Daniel nun bekommt, beginnt im Jahre 606 vor Christus. Können wir uns gut merken. Wir erinnern uns an die Zahl des Antichristen 666. Dort ist also, Babylon wird doch zur Weltmacht. Babylon besiegt in einer fürchterlichen Schlacht am Euphrat die Ägypter. Und nun ist nichts mehr im Wege. Babylon ist auf einsamer Höhe für die nächsten 70 Jahre Weltmacht. Jerusalem wird von den Babyloniern zerstört. Der Herr muss sein Angesicht vor dem Volke Israel verbergen, um ihrer Sünde willen, die sie in der größten Gottesoffenbarung getrieben haben, die Gott ihnen im Alten Testament gegeben hat. Der Tempel wird zerstört. Die Kinder Israel werden in die babylonische Gefangenschaft geführt, ein großer Teil von ihnen kommt um. Nur knappe 50.000 kommen nach 70 Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück in das Land Israel. Nun sehen Sie also hier diesen kleinen Heilsplan. In der Mitte sehen Sie natürlich diese rote Heilslinie, psychologisch die Farbe, die uns erinnert an das am Kreuz vergossene Blut unseres Heilandes. Sie sehen, es beginnt mit Abraham, steht groß drüber, Geschichte Israels, es ist natürlich die Urgeschichte von Adam bis Abraham. Da sehen wir, dass die Heilsgeschichte so als dünner Faden mitläuft in dem Geschlechtsregister von Adam zu Noah, von Noah dann über Sem bis hin zu Abraham. Und dann setzt die direkte Heilsgeschichte Gottes mit dem Volke Israel ein. Gott erwählt ein Volk, um allen Völkern den Segen zu geben, dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme. So steht es im Galaterbrief, Kapitel 3. Nun, ihr Lieben, bis zum Jahre 606 offenbart sich Gott in seinem Volke Israel, von Abraham angerechnet, immerhin runde oder knappe 1500 Jahre.
Und nun geschieht etwas Entsetzliches. Babel, wir haben hier das erste Mal Babel stehen. Babel wird in 1. Mose Kapitel 11 zu Boden gestürzt. Der Turmbau zu Babel bedingt das Herniederfahren Gottes. Es beginnt die Zerstreuung. Sie müssen aufhören, den Turm zu bauen. Babel stürzt zu Boden. Und mit der Berufung Abrahams beginnt die Heilsgeschichte Gottes mit Jerusalem. Es ist aber Ablösung. Babel oder Jerusalem. Natürlich nach dem Sündenfall musste es zum Turmbau zu Babel kommen. Ist ja klar. Auch nach der Sintflut musste es zum Turmbau zu Babel kommen, weil die Menschen ohne Gott ein Reich aufbauen wollen, einen Turm bauen wollen, bis gen Himmel, um sich einen Namen zu machen. Das ist natürlich dieser babylonische Wahnsinn der Menschheit. Babel, ein Inbegriff, die Welthauptstadt, das Zentrum des Teufels auf dieser Erde gegen Gott. Nun ist Babel gestürzt. Turmbau zu Babel ist der ganze heidnische, dämonische Spuk dieser ersten Weltreiche zu Ende. Was kommt jetzt? Jetzt kommt natürlich Jerusalem. Wie lange? Jerusalem ist auf dem Hauptgleis der Heilsgeschichte runde 1500 Jahre. Und nun muss Gott sein Volk Israel beiseite setzen um ihrer Sünde willen. Das Volk Israel ist in Gericht und Gnade sichtbares Anschauungsmaterial für alle Menschen und Völker auf dieser Erde, wie Gott mit uns Menschen handelt in Gericht und Gnade. Israel hat nun runde 1500 Jahre Gnade gehabt. Jetzt kommt Israel unter das Gericht, 70 Jahre unter die Babylonier, das ist dieser gewaltige Knick hier. Und Daniel erlebt das alles mit, das haben wir nun gestern ganz besonders gehört, wie Babylon nach 70 Jahren untergeht. Wir werden es auch einmal in Daniel 9 hören, dass Daniel forscht, die 70 Jahre vom Propheten Jeremia geweissagt, müssen noch längst vorüber sein. Daniel erlebt Heilsgeschichte Gottes in einem Zeitraum von weit über 70 Jahren. Nun ist hier, wir lesen gerade Darius, der Mede nimmt das Reich ein, muss wahrscheinlich ein Verwandter, ein Onkel, manche sagen ein Schwiegersohn von dem berühmten König Kores gewesen sein. Das Reich war ja viel größer, das Medo-Persische Reich. Aber besonders hier über diese eroberte Kernlandschaft Babel regiert dieser Darius mit. Er ist schon 62 Jahre alt. Er ist nach einigen Jahren gestorben, so liest man in der Weltgeschichte. Und dann ist eben Kores oder Kyros oder Cyrus der Alleinherrscher. Also, Daniel erlebt mit, wie die Medo-Perser das Reich einnehmen. Daniel Kapitel 5, 70 Jahre, Babylon ist vorüber. Jetzt stehen wir in diesem Knick hier, das Medo-Persische Reich kommt auf, ungefähr 200 Jahre lang. Das erlebt der Daniel natürlich nicht mit. Aber das Buch Daniel gibt uns den ganzen Verlauf der Weltgeschichte, wie ich schon vorgestern gesagt habe, diese Götzenfigur hier, die wir aus Daniel 2 kennen, goldenes Haupt, silberne Brust, erzene Lenden, eiserne Beine, die kann man jetzt senkrecht nehmen und kann sie flach darunter legen. Da haben Sie genau die Heilsgeschichte, goldenes Haupt, silberne Brust, erzene Lenden und eiserne Beine. Seit 2000 Jahren lange eiserne Beine. Das eine Bein ist Ostrom, das andere Bein ist Westrom. Und wenn der Jesus Christus wiederkommt, dann fällt er der gewaltige Eckstein unten an die Füße und dann zertrümmert diese ganze Götzenfigur, symbolisieren den äußeren Glanz der Reiche. Morgen und übermorgen hören wir die innere Raubtiernatur der Reiche. Löwe, Bär, Tier, Köpfe, Leopard, eisernes Untier, das sind die vier Weltreiche. Die sind eben im Verlaufe der Weltgeschichte gekommen. Und nun müssen wir sagen, ist im Jahre 606 vor Christus mit dem Reiche Gottes alles zu Ende? Niemals. 586 vor Christus wird der Tempel zerstört. Hesekiel 11, Vers 23 sieht, wie die Herrlichkeit des Herrn von Jerusalem weggeht zum Ölberg und verschwindet gen Osten. Und seit 2600 Jahren ist die Herrlichkeit Gottes nicht mehr in Israel. Es ist die Zeit der Heiden, wie es hier steht. Ist denn jetzt alles zu Ende? Nein. Gott lässt es zu, dass wir Weltreiche kommen, diese menschliche Regierung, Humanität, Menschlichkeit,
ohne Divinität, ohne Göttlichkeit, wird zur Bestialität, zur Tierhaftigkeit, äußerlich herrlicher Menschenglanz, innerlich gewaltige Raubtiere, wie es hier in Daniel Kapitel 7 steht. So ist es gekommen. Und nun, nachdem diese Reiche gekommen sind, also Babylon muss untergehen, mit der Persien muss untergehen, Griechenland muss untergehen, jetzt kommt Rom. Jetzt ist das vierte dieser Reiche da. Jetzt kommt die Gemeinde Jesu Christi auf diese Erde. Und aus diesen vier Weltreichen sammelt der Herr seine bluterkaufte Gemeinde seit fast 2000 Jahren. Israel ist auf dem Abstellgleis der Heilsgeschichte so lange, bis die Fülle aus den Heiden eingegangen ist. Und also ganz Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Löser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Nun in den letzten 100 Jahren merken wir, Israel zieht zurück in das Land der Väter. Es gibt wieder eine Stadt Israel. Mit Israel geht es aufwärts dem Messias entgegen. Ist also diese Zeit der Heiden bald zu Ende? Ja. Was Daniel geweissagt hat, vor 2600 Jahren, das geht nach 2600 Jahren rapide, von Jahr zu Jahr. Manchmal sind es nur Tage. Rapide geht diese Zeit der Heiden zu Ende. Bedeutet das, dass der Herr bald seine Gemeinde entrücken wird? Sicher, wenn die Vollzahl der Gemeinde erreicht ist, entrückt der Herr seine Gemeinde, damit ganz Israel selig werden kann. Wir leben in dieser Zeit, wo der Herr seine Gemeinde heimholen wird. Eindeutig. Aber wenn wir jetzt das miteinander betrachten, wir legen mal diese goldene Figur mit dem goldenen Haupt, mit der silbernen Brust, mit den erzenen Lenden, die legen wir mal so ganz lang hier in diesen Heilsplan hinein. Dann kommt der Jesus Christus wieder und zerschmettert diese Götzenfigur unten an den Füßen, an dem Ende. Gehen wir jetzt nach Daniel Kapitel 7, was wir morgen noch hören werden, dann werden wir vernehmen, diese vier Weltreiche sind gekommen, sie sind nicht mehr und sie kommen noch einmal wieder. Offenbarung 11, Offenbarung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das Tier, was du gesehen hast, ist gewesen. Sicher, da ist es gewesen, dieses vierfache gräuliche Tier durch die 6 Jahrhunderte vor Christus und die Jahrhunderte nach Christus. Dieses gräuliche Tier ist gewesen. Es ist nicht. Warum nicht? Na, Babel ist untergegangen, Persien ist untergegangen, Griechenland ist untergegangen. Ist alles untergegangen. Die Ruinen sind noch da. Von Griechenland, von Athen, von Akropolis, von Rom, vom großen Forum Romanum. Das ist noch da. Es ist nicht. Es ist untergegangen. Und es kommt wieder aus dem Abgrund. Das ist der Antichrist. Das werden wir morgen Abend hören. Diese vier Tierreiche, die untergegangen sind, in dieser Machtfülle, in der sie einmal bestanden haben, die kommen wieder in einer totalen, kompakten Wiederauferstehung in kürzester Zeit von 2 mal 3,5 Jahren und bilden das antichristliche Weltreich. Offenbarung 17, Vers 8, das Tier war vorbei. Das Tier ist nicht mehr. Das Tier kommt wieder. Und wir leben heute mitten in dieser tierhaften Zeit, wo dieses gräuliche, antichristliche Ungeheuer sich bildet, in dem Westen, in den Vereinigten Staaten von Europa und im Osten, in den 22 Vereinigten Arabischen Republiken, die größten, oder Königreichen, die die größten Feinde Israels und Jerusalems sind. Also, wir leben in der Zeit der Wiederauferstehung dieser gewaltigen Reiche. So hat es uns Daniel geweissagt. Aber Kapitel 1 bis Kapitel 6 des Daniel-Buches ist Geschichte. Wir hörten es aus Kapitel 1, wie Daniel nach Babylon kommt. Kapitel 2, wie er diesen Traum hier deutet. Kapitel 3, die Männer im Feuerofen. Kapitel 4, der König Nebukadnezar wird zum Tier. Deswegen wird der Antichrist immer als das Tier bezeichnet. Gestern Kapitel 5, Babel geht unter. Heute Kapitel 6, Medo-Persien kommt.
Was ist Medo-Persien? Genau so ein gräuliches Tierreich, wie Babylon einmal gewesen ist. Ganz eindeutig. Der babylonische Löwe ist verschwunden, jetzt kommt der medopersische Bär. Der wird nach 200 Jahren verschwinden, dann kommt der vierköpfige griechische Leopard. Der wird auch nach 300 Jahren verschwinden, da kommt das gräuliche, zehnhörnige, eiserne Untier, das da heißt Rom. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir in Kapitel 6. Hier haben wir noch einmal so richtig pulsierende Weltgeschichte. Babel geht unter. Medo-Persien kommt. Also sind das nur vergehende Reiche? Ja. Die Herren dieser Welt gehen, die Herren dieser Welt gehen, einer nach dem anderen geht. Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Tja, unser Herr kommt. Und der Daniel, der überlebt das Kommen und das Gehen dieser Weltreiche. Nun wollen wir mal versuchen, etwas mosaikartig in dieses Kapitel hineinzugehen und das mosaikartig versuchen zusammenzutragen. Erstens, Daniel ist der Prototyp, ist das Vorbild, ist Sinnbild. Er in einer einzigen Person hat so eine Gebetsmacht durch die offenen Fenster nach Jerusalem, dass er einem ganzen Riesenreiche trotzen kann. Denn wir lesen, dass 120 Landvögte über das Reich gesetzt werden. Über diesen ist natürlich Daniel, einer von den Obersten. Er soll jetzt auch der ganz Oberste werden. Diese 120 Landvögte, das heißt später mal im Esterbuche 127 Länder, Leute, Zungen und Sprachen. Ja, hier steht also 120 Landvögte. Da muss man sagen, einer gegen 120. Einer gegen ein ganzes Weltreich. Wer ist dieser eine? Symbol für das Volk Gottes. Symbol für den Überrest aus Israel. Symbol für die kleine Herde. Nun müssen wir in der Auslegung sauber bleiben. Daniel hat nach Epheser 3, so steht es dort in den ersten 7 Versen, kein Prophet im alten Bund, auch Daniel hat die Gemeinde nicht gesehen. Wir könnten das seelsorglich sagen, ja, Daniel ist uns ein Vorbild im Gebet, für uns als Gläubige, wie wir es eben gesungen haben, bietet Gemeinde heilige dich, das ist richtig, das dürfen wir. Aber im Text geht es eigentlich nur um Israel, um die rote Heilslinie, die jetzt so lange 2600 Jahre so auf dem Nebengleis ist. Es geht um Babel mit der Persien, Griechenland und Rom, um diese schwarze, dunkle Heilslinie, die seit 2600 Jahren eben die Zeit der Heiden symbolisiert. Es geht Babel gegen Jerusalem. Interessant, er hat offene Fenster nach Jerusalem. Interessant, warum? Na, er ist in Babel. Und von Babel hat er Beziehungen zu Jerusalem. Weil das dieser Kampf ist Babel-Jerusalem. Hier ist Babel gefallen, 1. Mose 11. 1. Mose 12 kommt mit Abraham Jerusalem auf das Hauptreich der Heilsgeschichte. 606 vor Christus fängt Jerusalem an zu fallen. Fällt 20 Jahre, bis Jerusalem zerstört ist. Und Babel kommt nach oben. Seit 2600 Jahren ist Babel auf dem Hauptgleis der Heilsgeschichte. Hier oben, Offenbarung 17 und 18, Babylon, die große Babylon ist gefallen. Babylon ist gefallen. Babel fällt. Und Jerusalem kommt wieder nach oben. Wir leben ja mitten in der Zeit, wo Jerusalem nach oben kommt. Ost-Jerusalem, Alt-Jerusalem, arabisches Jerusalem, muslimisches Jerusalem. Es geht immer um dieses Jerusalem, um diese 6 Quadratkilometer, wo in und um Jerusalem unser Heiland Jesus Christus eine ewig gültige Erlösung vollbracht hat. Dieses Jerusalem steht im Kampf und im Mittelpunkt der gegenwärtigen Weltgeschichte. Daniel ist in Babel, ja. Daniel ist Symbol für den gläubigen Überrest aus Israel, ja. Wo betet Daniel hin? Nach Jerusalem. Was ist der Weg des Volkes Gottes durch Babel, durch Medo-Persien, durch Griechenland und durch Rom? Nach Jerusalem. Was ist der Weg Israels durch die Gaskammern eines Adolf Hitler? Nach Jerusalem. Kaum war dieser wahnsinnige Kerl tot 1945, 3 Jahre später wird der Staat Israel gegründet. Wieso? Mit Jerusalem ist doch alles aus.
Sie haben doch in der Nazi-Schreit geschrien, dieses alte lateinische Kürzel, dieses abgekürzte Wort Hep Hep. Kennen Sie diesen Ausdruck? Den haben die Nazis geschrien. Der kommt jetzt wieder auf bei den Rechtsradikalen. Hep Hep. Ein lateinisches Wort, was auf die alten Römer zurückgeht. H ist der Anfangsbuchstabe im Lateinischen für Jerusalem. E ist der Anfangsbuchstabe für Est. Und P ist der Anfangsbuchstabe für Perdita. Jerusalima est Perdita. Hep, hep. Und wenn die Nazis schreien und wenn die Rechten randalieren, besonders in der ehemaligen DDR, nehmen sie überhand. Wenn die schreien hep, hep, da wissen wir, was das bedeutet. Jerusalima est Perdita, Jerusalem ist verloren. Das bedeutet es also. Sehen Sie mal, wie dieser Kampf von Babel gegen Jerusalem ist. Daniel ist in Babel und das Volk Israel geht in Babel nicht unter. Es geht auch in Medo-Persien nicht unter. Es geht auch in Griechenland und in Rom nicht unter. Die Römer haben 1,1 Millionen Juden umgebracht in den Jahren 66 bis 73 nach Christus. In den Jahren 132 bis 135 nach Christus haben die Römer noch einmal 500.000 Juden umgebracht. Noch einmal. 300 jüdische Kinder haben sie auf einem Stein zerschmettert. In der Schlacht bei Betar, etwas südlich von Bethlehem gelegen. Aber Israel ist nicht untergegangen. Lesen wir aber diese Schreckensgeschichte im Mittelalter. Wie viele Juden hat man da umgebracht? Kommen wir in die schreckliche Zeit der russischen Pogrome. Wenn irgendein russischer Kaiser umgebracht wurde, waren natürlich die Juden schuld. Und da wurden sie wieder zu Tausenden getötet. Kommen wir in die schreckliche Hitlerzeit, müssen wir sagen, hep, hep, Jerusalima est perdita. Über 6 Millionen Juden durch die Hitlerleute umgebracht? Ja, leider. Und 3 Jahre später entsteht der Staat Israel. Und keine Macht der Welt ist in der Lage, dieses kleine Völklein zu besiegen. Also manchmal müsste man politisch lachen, wenn es nicht so ernst wäre, nicht? Wir fahren das in einem Stück, aber wir können 476 Kilometer an der Ostgrenze entlang fahren. Ja, da musst du aber einen guten Reiseführer haben, der sagt, Leute, da drüben ist ein Stacheldraht. Und? Das ist die Grenze. Das ist die Grenze? Da kann jedes Kind durchkriechen. Naja, so einfach ist auch nicht. Der ist elektronisch gesichert und das israelische Militär passt schon auf, aber das ist die Grenze, ja. Und dann fährst du von Elat, vom Roten Meer kommend, da fährst du an Jordanien, fährst an Jordanien, fährst an Jordanien vorbei, ohne Ende. Erstmal 200 Kilometer bis zum Toten Meer, dann 80 Kilometer geht die Grenze durchs Tote Meer, dann kommst du von Jericho hinauf, dann fährst du 81 Kilometer bis nach Bet-She'an, dann fährst du nochmal 27 Kilometer bis zum See Genezareth und dann kommst du an die Ecke. Rechts die Berge von Gilead, links fangen die Golanhöhen an. Dort ist Syrien. Ja, jetzt fährst du an der Grenze lang. Jetzt im Sommer sind wir immer an der Grenze lang gefahren. Rauf beim See Genezareth auf die Berge und dann immer an die Grenze, bis wir oben nach Kunitra kamen. Kunitra ist eine syrische Stadt, wo ein UNO-Soldat steht, der sich etwas mit uns unterhalten hat, weil es ein Österreicher war. Ja, und dann? Ja, dann fährst du bis an den Berg Hermon, da ist zu Ende. Da bist du 476 Kilometer an der Ostgrenze lang gefahren. Was denn? Nur ein bisschen kleiner Stacheldraht. Ja, und da wohnen immer noch 1,7 Millionen Araber im Lande. Dann fährst du durch Israel, da siehst du die Großstädte, die Frauen, die Kinder, die Babys. Ja, wie lebt denn dieses Volk? In tiefstem Frieden. Hier und da bringen sie einen um. Aber wie können die da existieren? Wie drohen nicht die arabischen Mächte? Und die kommunistischen Mächte. Und es sollen ja fast 1 Milliarde momentan auf der Welt sein. Die wollen Israel umbringen. Geht nicht. Geht nicht. Warum nicht? Die haben ein offenes Fenster nach Jerusalem. Die wollen den Daniel umbringen. Geht nicht. Wer ein offenes Fenster nach Jerusalem hat, ist nicht umzubringen. Ausgeschlossen. Das will uns diese Geschichte lehren. Denn bei Daniel, bitte, der Mann ist nicht wiedergeboren, der Mann ist noch nicht erlöst durch das Blut Jesu, er gehört keiner Gemeinde an, er ist nicht getauft. Ja, was ist das eigentlich für einer? Das ist ein alttestamentlich Gläubiger. Hat denn sein Gebet zu einer Macht und ob?
Warum? Daniel steht mit dem ganzen Glauben, den Teil des Volkes Israel, mindestens unter Römer 3, Vers 24 bis 26, dass alles, was im Alten Testament geopfert wurde in den blutigen Tieropfern, da blieb die Sünde Israels unter göttlicher Geduld, bis das Blut des Heilandes seine Wirksamkeit in der unsichtbaren Welt erfüllte und all die Opfer des alten Bundes erfüllte. Also steht Daniel auch unter der vorlaufenden Gnade. All die Opfer, die in Israel gebracht wurden, das Gebet, was er in Jerusalem zu seinem Gott gebetet und geschrien hat, das steht unter dieser vorlaufenden Gnade, steht unter dem Schattenbild, dass Christus einmal in einem Opfer all diese Schattenbilder erfüllen wird. Na, eindeutig. Also kann man das nicht einfach so abtun, das sind unerlöst. Die Israeliten sicher sind die unerlöst. Daniel war auch unerlöst. Daniel wusste nichts von Golgatha. Daniel konnte nicht singen. Ich blicke voll Beugung und Staunen. Und trotzdem sehen wir, Israel ist Vermöge der Erwählung voll Gottes. Und Gott sieht den inneren Stand des Herzens eines Menschen an, hier in Israel, hier bei Daniel, der dreimal am Tag auf die Knie fällt und offene Fenster nach Jerusalem hat. Und was Daniel nun, wir sind ja in der Zwischenzeit mindestens in das Jahr 536 vor Christus gekommen, was Daniel also, wenn wir annehmen, dass unser Heiland 30 nach Christus gekreuzigt worden ist, was Daniel also 560 Jahre vorher noch nicht weiß, das geschieht 560 Jahre später. Eben, Daniel betet dreimal nach Jerusalem. Warum? Na, in Jerusalem wird das Heil der Welt vollbracht. In Jerusalem fließt das Blut des Gottessohnes. In Jerusalem wird der Schlange den Kopf zertreten. Daniel betet nach Jerusalem hin. Warum? Weil in Jerusalem die ganze Heilsoffenbarung Gottes geschehen ist von Melchisedek, der von Salem, von Jerusalem kam, brachte Abraham die Zeichen der Lösung, Brot und Wein, wo der Sohn Gottes 2000 Jahre nach Abraham Brot und Wein nehmen wird und sagen wird, mein Leib für euch gebrochen, mein Blut für euch vergossen. Daniel betet nach Jerusalem, weil nach Psalm 87 die Berge Jerusalems heilige Berge sind, wo das Erlösungswerk vollbracht werden wird, am Ölberg und auf Golgatha, da ruht mein müdes Herz. Was dort so wunderbar geschah, das stillet meinen Schmerz. Also steht Daniel unter der Vorschattung des Kreuzes von Golgatha. Ja, darum betet er nach Jerusalem. Ja, wir würden heute anders nach Jerusalem beten, wie Daniel, weil wir das Erlösungswerk Jesu wissen. Aber Daniel betet nach Jerusalem und kommt unter die Segnung Gottes, dass von dem Kreuz von Golgatha, der Schatten des Kreuzes, durch die Jahrtausende in die Geschichte Israel zurückfällt, auch auf Daniel. Und wenn wir jetzt diese Jahreszählung so annehmen, nach 560 Jahren wird in Jerusalem das Erlösungswerk vollbracht werden. Daniel hat offene Fenster. Wer hat offene Fenster? Na, der nach Jerusalem betet. Wieso? Na Leute, habt ihr es noch nie gesungen? Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Auf Golgathas Hügeln, da litt er für dich, als er für dich Sünder am Kreuze verblich. Wer hat die offenen Fenster nach Jerusalem? Der, bei Daniel ist es in der Vorschattung, bei uns ist es in der Erfüllung, derjenige, der an das Erlösungswerk von Golgatha glaubt, der hat den offenen Himmel, der hat die offene Tür, der hat die offenen Fenster. Ja, doch nicht nur zum irdischen Jerusalem, nein, sondern über das Erlösungswerk Jesu vom irdischen Jerusalem zum himmlischen Jerusalem, wie Karl Gerock sagt, über Golgatha, dort vor der Stadt Jerusalems, dorthin, mein Erdenpilger, dort halte süße Rast in deinen Gedanken, in deinem Glauben, in deinem Herzen. Dort wirf dem Sündentilger zu Füßen deine Last. Dann geh und rühme selig, wie wohl dir dort geschah. Der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Wo ist Golgatha? Na, Jerusalem. Vers 11. Daniel hatte offene Fenster gen Jerusalem.
und fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Daniel hat natürlich in seinem königlichen Palast nur normale offene Säulerfenster mit Säulen und so weiter. Sicher. Aber ihr Lieben, hier geht es doch um biblische Heilsgeschichte. Der Daniel sicher erbetet in seiner Art und Weise, in seinem Glaubensverständnis nach Jerusalem, weil eben dort sich Gott seinem Volk Israel geoffenbart hat. Das ist ja klar, das wissen wir ja. Aber wir müssen es auch neutestamentlich sagen. Über das Erlösungswerk Jesu, was in Jerusalem am Kreuz vollbracht hat, haben wir einen offenen Himmel. Haben wir offene Fenster nach Jerusalem. Haben wir einen freien Zugang zum Vater. Haben wir, Hebräer 10, Vers 19, einen neuen und einen lebendigen Weg. Haben wir eine Tür, von der unser Heiland sagt, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird selig werden. Das nicht wunderbar? Selig, wer im Weltgebrause nach der oberen Gottesstadt, nach dem rechten Vaterhause stets ein Fenster offen hat, wo er kniend im Gebete seine Seufzer heimwärts schickt und in Früh- und Abendröte nach den Bergen Zions blickt. Ja, das ist Daniel, das ist ein langes Gedicht. Ich glaube, es hat 10 Verse. So was lernt man ja heute nicht mehr, aber vielleicht sollten wir es wieder mal ganz neu lernen. Selig, wer im Weltgebrause nach der oberen Gottesstadt, nach dem rechten Vaterhause stets ein Fenster offen war. Daniel hat ein offenes Fenster zum irdischen Jerusalem. Wir haben offene Türen, offene Fenster über das irdische Jerusalem zum himmlischen Jerusalem. Denn unser Heiland hat auf dieser Erde das Erlösungswerk vollbracht. Auf dieser Erde wurde gesündigt und auf dieser Erde hat unser Heiland die Sünde überwunden. Und deswegen haben wir durch sein Heilswerk auf dieser Erde, wo er den Himmel geöffnet hat, wo der Vorhang in Jerusalem von oben bis unten entzwei riss, darum haben wir den offenen Himmel, den freien Zugang zum Vater. Die vordere Hütte steht nicht mehr. Hebräer 9. Wir können in das Allerheiligste hinzutreten, zu dem Gnadenthron und können immer Hilfe finden auf die Zeit, wo uns Hilfe Not ist. Römer 3, Hebräer Kapitel 4. Ja, aber Lieben, wenn das so mit dem Daniel ist, wenn er nun, darf ich es noch einmal sagen, ein Sinnbild, ein Vorbild ist, ein Typus auf dem gläubigen Überrest von Israel. Und wenn er nun so die offenen Fenster nach Jerusalem hat, ja, ist das nicht für uns seelsorglich ein Trost? Der Daniel war unüberwindlich. Warum? Na, er hatte die offenen Fenster nach Jerusalem. Er hatte die offenen Fenster nach Zion. Darf ich es jetzt für uns sagen? Wir sind als Gemeinde Jesu unüberwindlich. Warum? Na, wir stehen auf dem Siegesboden von Golgatha. Wir haben in Golgatha, durch Golgatha, die offenen Fenster nach Jerusalem. Das ist doch nicht irgendeine statische Sache, sondern wir sind durch den Heiligen Geist, der vom himmlischen Jerusalem ins irdische Jerusalem kam, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Durch diesen Heiligen Geist sind wir inwendig, durch das Wesen Gottes, der Heilige Geist ist das Wesen Gottes, sind wir mit dem himmlischen Jerusalem verbunden. Sicher, sie können ab und zu unseren Leib töten, ja. Wir haben genug Millionen Märtyrer, gerade aus dem Raum der Gemeinde Jesu, auch in Westeuropa. Wir brauchen nur nach Russland zu gehen, was da in den letzten 70 Jahren gemordet wurde. Aber mehr können sie doch nicht töten, nur unseren Leib. Innerlich im Herzen sind wir durch den Heiligen Geist mit dem Herrn Jesus Christus in seines Vaters Hause im himmlischen Jerusalem mit Gott verbunden. Der Jesus hat nach Hebräer 6, Vers 19 den Anker unsere Seligkeit dort oben im himmlischen Heiligtum festgemacht. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir uns recht verstehen. Ich muss es mal im Gegensatz sagen. Wenn Daniel durch sein Gebet in alttestamentlicher Weise unüberwindlich geworden ist, der also nicht durch den Heiligen Geist mit Gott verbunden war, der nichts von Golgatha wusste, wenn er schon unüberwindlich ist in alttestamentlicher Weise, wie viel mehr gilt für uns? Die Pforten der Hölle können meine Gemeinde nicht überwältigen.
Also ist Daniel ein Sinnbild auf Israel? Israel geht nie unter. Niemals. Israel geht durch die große Trübsal, das haben wir gehört und werden es noch einmal hören. Und geht trotzdem nicht unter. Wie die Männer im Feuerofen wird Israel im Feuer geläutert und überlebt. Eindeutig. Es gibt sogar Schriftausleger, die sind der Überzeugung, dass in der antichristlichen Zeit alle Menschen umkommen. Warum? Weil geschrieben steht, mit allen Heiden, wohin ich dich zerstoßen habe, will ich ein Ende machen. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen, ich will dich züchtigen mit Maßen. Tja, da steht ja auch in Lukas 21, 24, die Zeit der Heiden geht zu Ende. Jerusalem ist so lange zertreten, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Ja, nehmen wir mal an, das würde stimmen. Nehmen wir mal an, alle Menschen, alle Heiden, die überleben wollten, mussten das Mahlzeichen des Antichristen nehmen, an Hand und Stirn, 666, die kommen alle um, die werden alle getötet, da bleibt nicht einer übrig. Wer bleibt denn übrig? Na, Israel. Wer denn sonst? Sehen Sie mal, in Daniel 7 werden 12-mal 12.000 aus Israel versiegelt. Naja, da fehlen zwei Stämme, besonders der Stamm Dan, da machen wir die Kopfzerbrechen. Aber bedenken Sie bitte, die 12 Stämme, sogar den Antichristen. Israel überlebt sogar die große Trübsal. Sie haben Hitler überlebt, sie haben Stalin überlebt, sie haben Nero überlebt, sie haben allen wahnsinnigen Herrscher überlebt. Die Nebukadnezar, alle haben sie überlebt. Sie werden auch den Antichristen überleben. Das will uns doch besonders Offenbarung 7 sagen. Dieses gewaltige Kapitel. 12 mal 12.000 werden versiegelt. Oder Zacharia 13, 8 und 9. Zwei Drittel kommen ungewiss, aber ein Drittel wird durch Feuer der großen Trübsal getötet, die den Herrn dann sehen wird. Paulus sagt, ganz Israel wird selig werden. Zacharia 12, Vers 10 bis 14 sagt, der Stamm Juda, das heißt das Haus David, der Königstamm und das Haus Levi tun besonders Buße, wenn der Messias kommt. Und alle 12 Stämme tun Buße und ihre Frauen besonders, wenn sie den sehen werden, den sie zerstochen haben. Also überleben sie den Antichristen. Was will uns denn Daniel 6 sagen? Na, Daniel ist ja alleine, aber Daniel überlebt diese Weltmacht. Jetzt geht ja hier gar nicht um den Löwengraben. Es geht ja um diese 120 Vögte, die hier zum König kommen. Wir kennen diese Geschichte. Ich will ja keine Kinderstunde halten. Da heißt es in Vers 5 bis Vers 10, in manchen Übersetzungen ist es Vers 4 bis Vers 9, dass diese Fürsten und Landvögte danach trachteten, aus Neid natürlich, eine Sache an Daniel zu finden. Sie fanden keine Übeltat. Er war treu. Keine Schuld konnten sie an ihm finden. Nur Vers 6, jetzt kommt's, da sprachen die Männer, diese 120 Herrschaften da, ja, die werden gewiss eine Geheimkonferenz gehabt haben. Wir werden keine Sache an Daniel finden, außer seinem Gottesdienst. Das stimmt, das ist wahr. Was ist denn das Ärgernis in der Welt? Na, unser Gottesdienst, ja klar, der israelische Gottesdienst, das war der Ärgernis im Alten Testament. Was machen denn die Israeliten da? Na, die opfern die Tiere, was? Der Tempel ist ja ein reines Schlachthaus sicher. Wieso? Na, die Menschen müssen alle geschlachtet werden. Die gehören da auf den Altar. Und die unschuldigen Tiere sterben ja stellvertretend für die Menschen. Das ist der Gottesdienst, an dem stießen sich die Völker, obwohl sie auch zum Teil Tieropfer hatten. Und im Neuen Testament? Oh, im Neuen Testament. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ist ein Ärgernis, wörtlich, ist ein Skandalon, ist ein Skandal, ihr mit eurem gekreuzigten Jesus. Herr Professor Bultmann wusste das natürlich viel besser, nicht? Er hat schon im Jahre 1943 geschrieben, wie kann das Blut eines Menschen Sühne tun für andere Menschen? Es kann natürlich kein Blut. Hier geht es um das Blut des Gotteshohnes, das ist doch etwas anderes. Der Gottesdienst der wahren Gläubigen aus dem Volke Israel, Daniels, ist ein Ärgernis. Unser Gottesdienst, dass wir an Christus, den Gekreuzigten, glauben, ist ein Ärgernis. Wenn wir mit dem Wüstenhaufen einer Ökumene laufen würden, wo homosexuelle Pfarrer homosexuelle Männer heiraten dürfen, überlegen Sie das mal. So tief ist die evangelische Kirche in Deutschland gesunken. Ist ja entsetzlich, wenn man nur an die Abtreibung denkt.
wie die offiziellen Landeskirchen das legalisieren, das ist ja entsetzlich. So tief ist dieses ganze Staats- und Namenschristentum gesunken. Ja, na, wenn wir da fleißig mitlaufen würden, dann wären wir angesehene Leute. Aber jetzt, na, wir glauben an diesen Jesus, an diesen Gekreuzigten. Tja, der Goethe hat es ja schon gesagt, dass ihm viererlei widerlich wäre. Die Läuse, der Tabaksgeruch, der Knoblauch und was noch? Das Kreuz. Siehst du? Das ist die blutlose Theologie, das ist Humanismus. Du kannst durch alles hier liefern, aber wehe, wenn du vom Kreuz, wenn du vom Blut Jesu predigst. Und das dringt in den Raum der Gemeinde ein, ihr Lieben. Das dringt in den Raum der Gemeinde ein. Das wird heute nicht alles gepredigt und verkündigt, aber wo ist das Kreuz? Wo ist das Blut Jesu? Wird noch der Gekreuzigte verkündigt? Der Gottesdienst ist das große Ärgernis. So war es auch hier bei Daniel. Vers 6. Wir finden nichts an ihm, nein, nur der Gottesdienst. Sag mal, Kaiser Nero, was hast du an den Christen gefunden? Gar nichts. Nur der Gottesdienst, dass sie an diesen gekreuzigten Christus da glauben. Das ist alles, das ist alles. Und im Mittelalter, was habt ihr gefunden? In der Hitlerzeit, bei Stalin, was habt ihr gefunden an den Gläubigen? Gar nichts. Das sind rechtschaffende Bürger, ehrliche Leute, zuverlässige Menschen. Aber dieser Gottesdienst, ach, dieser Glaube an diesen gekreuzigten, an diesen unsichtbaren Gott. Der Gottesdienst ist das Ärgernis für die Welt. Halt! Was für die Welt Ärgernis ist, ist für uns als Gemeinde Jesu die größte Gottesoffenbarung, die größte Machtoffenbarung, die wir uns nur vorstellen können. Denn die Welt ärgert sich an dem Gekreuzigten. Warum? Na, weil der Gekreuzigte dem Teufel den Kopf zermalmt hat. Deswegen. Die Welt steht auf der Seite des besiegten Teufels. Und all seine besiegten Dämonen und Teufelsfürsten und was es da geben mag. Fürstentümer und Gewalten. So. Und darum ärgert sich die Welt, weil wir auf der Seite der Sieger stehen. Das kann die Welt nicht immer so genau artikulieren. Aber die bösen Geister, die in den Millionen und Milliarden von Menschen sind, die wissen ganz genau, da diese Christen, die stehen da auf der Seite des Christus und nach 1. Korinther 6, Vers 2 und 3 werden die einmal mit Christus die Welt und die Engel richten. Auch die gefallenen Dämonenengel. Also das wissen diese gefallenen Dämonenengel, die die Ungläubigen gegen die Gläubigen aufpeitschen. Dass wir als die wiedergeborenen Gläubigen nicht nur die Welt, sondern auch einmal die Engel richten werden. Haben Sie darüber mal nachgedacht? Die Gläubigen werden auch mal Stalin und Hitler und Nero richten. Haben Sie das je gelesen? 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehen, so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehen. Das wird ein Triumph sein, zur Ehre des Herrn. Nicht zu unserer Ehre, lieben. Der Gottesdienst ist für die Welt das größte Ärgernis. Weil in dem Gottesdienst des Kreuzes von Golgatha Sünde, Tod und Teufel besiegt ist. Wir müssen natürlich sagen, bei Daniel war das noch nicht. Das war ja noch Schattenbild, gewiss. Aber 560 Jahre nach Daniel hat der Sohn Gottes gerade in Jerusalem, in seinem Gottesdienst am Kreuz auf Golgatha, den Teufel besiegt. Und 560 Jahre vor dem Erlösungswerk, bevor der Heiland am Kreuze starb, toben hier schon die Satansmächte durch diese 120 Landvögte und Fürsten gegen Daniel. Warum? Ja, der Gottesdienst ist das Ärgernis. Wir werden nichts an ihm finden. Ihr Lieben, wir wollen mal diesen gewaltigen Zyklus abschließen, ja? Dass also Daniel ein Typus ist als Überrest für Israel. Dass Daniel zeigt unüberwindlich, seine Freunde gehen durch den Feuerofen, er geht durch die Löwengrube unüberwindlich. Egal, was für ein Feuerofen oder Löwengrube auf Israel zukam, seit Jahrtausenden unüberwindlich. So gilt es auch für uns als Gemeinde, hörten wir. Jetzt das Ärgernis ist der Gottesdienst. Der Ärgernis Israels war immer der Gottesdienst. Jetzt auch, wo sie keinen Tempel hatten, was haben sie getan? Na, die haben in ihren Synagogen zu Gott gebetet. Sie haben ihre Bibel vor sich gehabt, ihre Gebetsbücher, zum Teil auch ihren Talmud. Warum ist das so ein großes Ärgernis? Lass doch die Juden da beten. Aber die beten zu dem lebendigen Gott.
Und darüber ärgert sich der Teufel. Denn der Teufel will, dass wir zum Teufel beten. Und im Antichristen wird der Teufel es dazu bringen, dass alle, die ihn, den Teufel, nicht anbeten und ihn, den Antichristen, nicht anbeten, getötet werden. Das steht in Offenbarung 13. Sehen Sie, hier haben Sie wieder eine Vorstattung. Mein lieber Daniel, es wird jetzt ein Gebot herausgegeben. Dieses Gebot, Vers 8, gilt 30 Tage. Von keinem Gott, von keinem Menschen, von niemandem etwas erbitten, als nur vom König allein. Das ist, Vers 9, nach dem Recht der Meder und der Perser, das niemand aufheben darf und der König unwissenderweise. Das ist hier so eine richtige Schachfigur. Er unterschrieb sich also. Der König Darius unterschreibt. So, jetzt meinen Sie, den Daniel in die Knie zwingen zu können. Innerhalb von 30 Tagen darf niemand irgendetwas von irgendeinem Gott erbeten, noch von einem Menschen, sondern nur vom König. Na, das hat vielleicht dem König geschmeichelt. Ja. Und er ist ja, wenn man so die menschlichen Seiten dieses Mannes beschaut, wirklich ein Mann, der sich dann später um den Daniel sorgt und zum Schluss fragt, hat dein Gott dich bewahren können, nicht? Der wollte ja den Daniel erretten, aber es ging ja nun nicht. Das ist seine menschliche Seite. Aber nun das prophetische Wort. Warum unterschreibt der König dieses Gebot? Weil der König wieder ein Sinnbild ist für den Antichristen, der das Gebot herausgeben wird. Alle, die den Antichristen nicht anbeten, werden getötet. Alle, die das Mahlzeichen des Antichristen nicht an rechter Hand und Stirn nehmen, werden getötet. Alle, die die Zahl 666 nicht annehmen, werden getötet. Alle, die nicht den Teufel anbeten, werden getötet. Hier heißt es 30 Tage. Beim Antichristen, ich sage es jetzt umfassend, mindestens 7 Jahre, wenn nicht 3,5 Jahre. Und das müssen wir dann morgen und übermorgen noch klären. Also, 30 Tage nur vom König. In der antichristlichen Zeit, solange dieses gräuliche, antichristliche Ungeheuer auf dieser Erde ist, nur vom Antichristen erbitten und nur den Antichristen anbeten und neben und durch den Antichristen auch den Teufel anbeten. So. Warum? Na, dieses Ärgernis muss weg. Es darf nur eine Religion geben. Oh, Gott sei Dank. Endlich hat es die Ökumene geschafft. Alle sind jetzt plötzlich eins. Es sind an die 150 oder 130 verschiedene Kirchen. Und vielleicht sind sie in der Zwischenzeit mehr geworden. Jetzt kommen sie alle dazu. Und die nicht mitmachen wollen, die werden getötet. Schluss aus. Weg mit diesen Unruhestiftern. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Nein, nein, wir haben es nicht geschafft. Warum nicht? Na, die Israeliten sind die Quertreiber. Wieso? Ihr Lieben, das haben wir in diesen Tagen schon gehört. Die Kinder Israel haben nie in ihrem Leben einen Menschen angebetet. Und die werden auch nicht den Antichristen anbeten. Höre Israel, der Herr unser Gott ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und all deinen Kräften. Lesen Sie mal den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus. Ich muss immer auf ihn wieder hinweisen. Was der berichtet, wie sich die Juden buchstäblich in den Tod geworfen haben. Buchstäblich vor die harten, eisernen Hufe der römischen Soldaten werden. Ihr könnt uns tottrampeln, ihr könnt uns mit eurem Schwert niedermetzeln. Wir bleiben bei unserem Gottesdienst. Gerade diese 600 Jahre von Babel bis zum Kommen Jesu sind ungeheure Jahre der Verfolgung gewesen, wo Hunderttausende von Juden umgekommen sind. Muss uns ganz klar sein. Und dann durch diese ganze Geschichte der letzten 2000 Jahre, die haben doch nie einen Menschen angebetet, nein. Wieso? Sie haben nur zu dem unsichtbaren Gott gebetet. Sicher, sie stehen schon mal an der klaren Mauer oder an dem Grab ihres Erzvaters Abraham, das ist wahr. Aber sie beten nur zu dem unsichtbaren Gott. Jetzt kommt der Antichrist. 2. Thessalonicher 2 gibt sich aus, er wäre Gott, überhebt sich über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Die ganze Welt betet ihn an, halt, stimmt nicht. Israel betet ihn nicht an. Warum nicht? Na, Israel erkennt, wir haben ja dem Antichristen den Falschen gewählt. Wir haben doch noch nie einen Menschen angebetet. Wir werden noch diesen Messias, der anstatt Messias heißt im Griechischen, Antichristos, anstatt Messias, den werden wir doch nicht anbeten. Also, na, ihr werdet getötet.
Der Antichrist wird die größte Judenverfolgung aller Zeiten über das Volk Israel bringen, dass zwei Drittel getötet werden. Warum? Na, weil sie ihn nicht anbeten, weil ihr Gottesdienstärgernis ist. Sie sind zwar auf den Antichristen hereingefallen, aber anbeten werden sie nicht mehr. Im Gegenteil, Israel wird das erste Volk sein, das erkennen wird, das ist ja der Falsche. Wieso? Na, wir kennen doch die Propheten, Jesaja 11, Psalm 45, Psalm 2, Psalm 72. Es wird doch das messianische Friedensreich in glühenden Farben beschrieben. Friede und Gerechtigkeit werden einander küssen. Es wird Friede sein bis an die Enden der Erde. Es wird Friede sein unter den Menschen, Friede zwischen Mensch und Tier. Sie werden zu ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Sie werden ihre Sicheln, ihre Spieße zu Sicheln und zu Winzermesser machen. Sie werden ihre Panzer zu Kühlschränken einschmelzen. Nein, beim Antichrist wird gemordet. Da fließt Blut in Strömen. Da erschrickt Israel. Das ist ja der Falsche. Das kann doch nicht unser Messias sein. Das steht doch nicht in Jesaja 11. Das steht doch nicht im Psalm 72. Und da erkennen sie, es ist der Falsche. Und jetzt wird ihr Gottesdienst wieder zum Ärgernis. Wir bringen Israel um. Gewiss, es kommen viele um. Aber das Volk Israel als Ganzes ist nie auszurotten. Daniel, du musst in den Löwengraben, ja. Aber Daniel, du kommst aus dem Löwengraben wieder heraus, ja. Und was ist mit diesen Herren Landvögten? Ich darf jetzt mal bitte vorgreifen. Vers 25, da hieß der König, die Männer, die Daniel verklagt hatten, herbringen und zu den Löwen in den Graben werfen, samt ihren Kindern und Weibern. Und sie, ehe sie auf den Boden hinabkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmten ihre Gebeine. Die werden auch in den Löwengraben geworfen und nicht einer kommt wieder. Das ist der Unterschied. Volk Gottes geht durch den Löwengraben und kommt wieder. Volk Gottes geht durch den Feuerofen und kommt wieder. Die werden hineingeworfen und nicht einer kommt wieder. Die sind kaum unten. Dann haben sie die Löwen schon zermalmt und zerrissen. Das muss ja schrecklich gewesen sein. Das ist der Unterschied, ihr Lieben. Wir können auch durch den Märtyrertod gehen. Der Heiland sagt einmal, wir sollen uns nicht fürchten vor denen, die unseren Leib töten können, aber die nicht unsere Seele töten können. Denn die, die unseren Leib getötet haben, die werden selber mal getötet. Denn diese Weltmenschen bringen sich ja gegenseitig um. Oder wenn sie eines normalen Todes sterben, was dann? Ja, dann kommen die Hölle. Die kommen nicht mehr wieder. Unsere Seele ist nicht anzutasten. Unser Leib, ja, er kann verbrannt werden oder umkommen oder getötet werden, ja. Aber unsere Seele unantastbar. Und was ist mit den anderen? Die anderen kommen in den wiederum Tod. Manche sagen der zweite Tod, manche sagen der ewige Tod, der Deuteros Thanatos. Da kommen sie hinein, die kommen nicht mehr wieder. Aus und vorbei. Die Gläubigen gehen durch Feueröfen und durch Löwengruben. Sie kommen immer wieder. Spätestens, wenn der Jesus wiederkommt und alle wiedergeborenen Gläubigen werden auferstehen, auch die vielen Märtyrer, die sind ja alle wieder da. Sicher. Unsere Brüder und Schwestern, die sie umgebracht haben, die sind ja alle vor dem Throne unseres Herrn Jesus Christus, na sicher. Ach, die tragen ja eine Krone, klar. Die tragen eine Märtyrerkrone. Die tragen eine Krone? Die sind ja alle da. Ja, Vater, die du mir gegeben hast, nicht einer ist verloren, nur der verlorene Sohn, auf das die Schrift erfüllt wird. Die sind ja alle da, na sicher sind die alle da. Die gingen zwar durch irdischen Tod, aber innerlich ewig waren die unantastbar, kann uns doch kein Tod nicht töten, sondern reißt unseren Geist aus, will tausend Nöten, schließt das Tor der bitteren Leiden und macht Bahn, da man kann, gehen zu Himmelsfreuden. Jetzt werden diese Herren Vögte, Fürsten, Landpfleger in den Löwengraben geworfen. Nicht einer kommt wieder. Keine Frau, nein, kein Kind, niemand. Alle verschwinden sie da unten, weg mit ihnen. Ja. Das wird einmal das gerechte Gericht Gottes sein. Oft kommt es ja schon auf diese Erde. Aber wenn es nicht kommt, dann kommt es in die Ewigkeit. Und der Daniel, der kommt wieder. Warum? Na ihr Lieben, wir müssen einen Schritt weitergehen. Was ist denn nun, darf ich das mal so sagen, was ist denn nun die bewahrende Macht dieses Daniel? Na sein Gottesdienst.
Ja, aber dieser Gottesdienst ist doch das Ärgernis. Ja, sicher ist das das Ärgernis. Aber im Ärgernis liegt die bewahrende Macht. Wir könnten jetzt detailliert sagen, das Gebet ist die Macht. Beter sind Wundervollbringer. Klar, das sind die Beter. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert auf unseren Häuptern aufzuhalten. Ja, aber es geht doch nicht nur um das Gebet, das Daniel ausspricht, wenn er da niederfällt und seinen Gott lobt. Es geht doch um den Gottesdienst in seinem Innersten, in der Art und Weise des Gottesdienstes. Er betet zu dem lebendigen Gott, zu dem Schöpfer Himmels und der Erden, zu dem Vater unseres hochgelobten Herrn, Jesus Christus. Zu diesem Gott betet er. Das ist das Ärgernis. Und dieses Ärgernis wird ihm zum Verhängnis, ja. Aber gerade in seinem Verhängnis offenbart sich die Macht dieses Gottesdienstes. Stellen Sie sich mal vor, so meinen wir das immer, stellen Sie sich mal vor, der Daniel fällt jetzt dreimal am Tag nieder. Na, die 120 Fürsten und Vögte und wer die alle sind, mit ihren Frauen und Kindern, die stehen aus der Ferne. Das ist eine große Menschenansammlung. Der König kommt vorbei. Meine Herren, was machen Sie hier? Oh Majestät, wir sind fasziniert. Schauen Sie mal da oben. Da liegt ein Mann auf seinen Knien und er betet Richtung Jerusalem zu dem lebendigen Gott. Der Mann ist zu bewundern. Also wissen Sie wirklich, dass der zu Gott betet in unserer heutigen babylonischen mit der persischen aufgeklärten Zeit? Schön. Ach ja, da oben ist alles zu Ende. Was machen wir? Naja, wir müssen zum Abendbrot. Ja und? Das bleibt alles beim Alten. Das bleibt alles beim Alten. Durch die Bewunderung, dass wir Christen sind, durch die Anerkennung, dass wir gläubig sind, da bekehrt sich doch kein Mensch. Wir wollen ja immer so große, anerkannte Leute in der Welt sein, nicht? Vor 100 Jahren gingen noch die Gemeinschaften und die Freikirchen einen fürchterlichen Weg, wo sie als Sekten verschrien waren. Aber da waren die gesund. Da kamen sie zu Hunderttausenden zum Glauben. Und heute, oh, wir sind alle groß anerkannt. Das geht hin, wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir sind dieses, wir sind das und wir sind dann im Jugendring. Und da kriegen wir Zuschuss. Und in dieser Synode sitzen wir, ach ja, wir waren sogar beim Herrn Bundeskanzler. Schön. Da werden große Bilder veröffentlicht, wie alles beim Herrn Bundeskanzler war. Irgend so ein Staatssekretär, der Wohlgläubiges hat das vermittelt. Und? Baut denn Gott sein Reich mit ungläubigen Bundeskanzlern? Ihr Lieben, das ist doch völlig unsinnig, was wir als Gemeinde Jesu machen. Das Ansehen der Welt hilft doch keinem Menschen, dass sich Menschen bekehren. Ja, wir sagen mir sicher, ja, wenn wir in der Welt angesehen werden, wenn wir bekannt wären, wenn wir nicht diesen sektenhaften Geruch an uns hätten. Na ja, gut, wollen wir mal die Brille abnehmen, gehen wir mal in die großen Kirchen. In Berlin sagte mir ein Pfarrer, wir sind 5 Pfarrer, wir haben 33.000 Seelen. Schön, sehr schöner Pfarrer. Wie viel kommen am Sonntagmorgen in den Gottesdienst? Oh, jetzt wird's peinlich. Ja, Weihnachten sind wir bis 250. So. Und die anderen 32.750, wo sind die? Wollen wir in den Kölner Dom gucken? Wollen wir gucken, wie das große angesehene Christentum mit allen Kirchen, wie viele Menschen da kommen? Das interessiert die doch gar nicht. Ach, überhaupt nicht. Warum? Na, das Ärgernis des Kreuzes ist nicht da. Wenn wir den gekreuzigten Christus verkündigen und selbst wenn wir auf den Scheiterhaufen müssen, das ist für uns persönlich schmerzlich. Wir wollen das bitte nicht so klein sehen. Das ist eine furchtbare Sache, wenn man Menschen umbringt, wenn Familien auseinandergerissen werden. Aber das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde Jesu Christi. Das muss doch ganz klar sein. Je größer unser Ärgernis der Welt gegenüber ist, je mehr sie die Gemeinde Jesu verleumden und verdächtigen und mit Unflat bewerfen, tja, umso größer ist die Kraft unseres Gottesdienstes. Wir dienen dem Gott, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und diesen Gott verkündigen wir, diesen Gott predigen wir und zu diesem Gott beten wir und zu diesem Gott rufen wir. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand, aber
bei den Buddhisten gibt es doch auch gläubige Leute, und der Papst war doch irgendwo mal in Marokko, hat vor hunderttausende Moslems gesprochen, hat gesagt, dass Christus präexistent, wie so ein Fünkchen in jede Religion, wie auch bei den Moslems. Nein, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Allah ist ein Oberdämon. Da muss uns ganz klar sein, Allah ist nicht der Vater Jesu Christi. Es gibt kein Volk auf Erden, das so grausam und hasserfüllt ist gegen die Christen, als gerade wie die Mohammedaner. Am Sabbat töten wir die Juden, am Sonntag töten wir die Christen. Ja, das ist ihr Werbespruch. Das können Sie an die Wände gespritzt sehen mit diesen Spritzflaschen da. Ja, damit haben sie im Libanon niedergeschlachtet. Die Maroniten waren zwar nur Namenschristen, haben sie über 100.000 Menschen niedergeschlachtet. Da sagt niemand was in der Welt, auch der Papst in Rom nicht. Und warten Sie mal ab, was noch auf uns zukommt, wie die Mohammedaner die Christen und die Juden abschlachten werden. Und das soll der Vater Jesu Christi sein, dieser Allah, das ist der Oberteufel. Aber niemals der Vater Jesu Christi, ihr Lieben. Das muss uns ganz klar sein. Ja, da könnten wir sein, da werden Menschen selig. Nein, da werden keine Menschen selig. Wir sind bei dem Ärgernis des Kreuzes, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und Daniel bleibt bei diesem Ärgernis. Er hätte doch jetzt sagen können, naja, das Gebot des Königs ist unterschrieben. Also Vers 5 bis Vers 10. Und Daniel geht jetzt in sein Haus. Vers 11. Da nun Daniel erfuhr, dass solches Gebot unterschrieben war, ging er hinein in sein Haus. Und Daniel hätte sagen können, ach, 30 Tage ist eine sehr kurze Zeit. Es steht in der Bibel geschrieben, Gott hört das Gespräch meines Herzens. Ja, steht in der Psalmen. Es steht in der Bibel geschrieben, jetzt gehen wir mal ins Neue Testament, ihr sollt nicht mehr so öffentlich beten, gehe still in dein Kämmerlein, braucht keiner zu sehen, wenn du betest. Also, in diesen 30 Tagen bin ich in meinem Hause, fall nicht auf meine Knie, auch nicht Richtung Jerusalems, ich kann ja irgendwo anders da still für mich beten. Gott sieht das Herz an. Na, die Lüge des Teufels kennen wir. Wenn wir das schon in der Gemeinde, Gott sieht ja das Herz an. Na, ihr Lieben, wenn Gott wirklich das Herz ansieht, dann gnade uns Gott, was in unserem Herzen ist. Wie sich manche Gläubige benehmen und sagen, ja, Gott sieht aber das Herz an. Nein. Der Daniel bleibt bei seinem ärgererregenden Gottesdienst. Und damit wollen sie ihn fangen. Und tatsächlich, sie können ihn auch äußerlich fangen. Er fliegt sogar in den Löwengraben hinein und auch der König kann ihn nicht retten. Aber siehe da, jetzt merken wir auf einmal, was das für eine Macht ist, das Reich Gottes. Was das für ein Gottesdienst ist, was für unsichtbare himmlische Offenbarungen dahinter stehen. Ich meine, das heißt hier so interessant in diesem Zielgespräch zwischen König und Daniel. Ja, Gott hat seinen Engel gesandt. Der hat den Löwen den Rachen zugehalten, Vers 23. Nicht? Das ist eine bildhafte Ausdrucksweise. Hat das jemand gesehen? Nein, nein. Hast du die Hände von dem Engel gesehen, wie den Löwen den Rachen zugehalten? Nein. Aber es sind trotzdem Offenbarungen Gottes aus der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt hinein. Den Löwen war eben der Rachen zu. Sie haben diesen Daniel nicht mal beschnuppert. Sie haben den überhaupt nicht beachtet. Der Gott, der die Welt und auch die Löwen geschaffen hat, der ist doch in der Lage, für eine gewisse Zeit diese Löwen, diese Bestien so zu beeinflussen, dass sie den Daniel nicht anrühren. Das wussten natürlich die Herren Vögte nicht. Und als sie in den Löwengraben flogen, und da war kein Gott mehr da. Warum nicht? Na, sie haben ja immer den Teufel angebetet und die Götter Babylons. Das goldene Haupt, die silberne Brust, die Herzen in den Lenden. Das Bild im Tale Dura, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Das haben sie angebetet, wo der Teufel dahinter steht. Und der Teufel, der hält den Löwen nicht den Rachen zu. Nein, der Teufel ist ja selbst so ein Löwe. Ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Löwen und Ottern, auf Schlangen und Skorpione, auf junge Löwen und Drachen, auf alle Gewalt des Feindes. Das ist ja selbst so ein Löwe. Und er wird auch den Löwen nicht den Rachen zu halten. Also meine Herren Landvögte, Sie haben total auf den falschen Götzen gesetzt. Schauen Sie mal, dieser ärgererregende Gottesdienst des Daniel,
Man denkt, er kommt jetzt um. Nein, er kommt nicht um. Dieser ärgerregende Gottesdienst Daniels offenbart jetzt die Macht. Wir gehen ins Neue Testament. Je größer das Ärgernis ist, dass wir durch die Verkündigung des Gekreuzigten und durch unser Leben mit dem Gekreuzigten, je größer wir Ärgernis erregen, umso größer offenbart sich seine Kraft. Sicher, wir müssen durch Verfolgung, Verspottung, Verachtung gehen, kann sein. Vor 1848 haben sie in Deutschland die Erweckungsprediger im Schinderkarren ins nächste Gefängnis gefahren. Warum? Na, es gab keine Religionsfreiheit. 1848 setzte sich in den deutschen Königreichen und Fürstentümern langsam die Religionsfreiheit durch. Sicher, die kamen wieder heraus, haben weiter gepredigt, kamen wieder ins Gefängnis, kamen wieder raus. Das Reich Gottes ist doch nicht aufzuhalten, ihr Lieben. Je mehr sie verkündigt haben, je größer das Ärgernis war, umso mehr Menschen haben sich bekehrt. Also Daniel, ist das richtig, was du machst? Ja. Aber Daniel, willst du es nicht doch mal 30 Tage versuchen, so ein Gespräch deines Herzens, so heimlich in deinem Kämmerlein? Nein. Nein und absolut nein. Bitte, ihr Lieben, Daniel ist älter als 70 Jahre, ja? Daniel hat 70 Jahre Babylon erlebt. Jetzt ist der Anfang des Persischen Reiches. Er kommt als junger Mann nach Babylon. Also nehmen wir mal an, Daniel ist 90 Jahre, ja? Soll Daniel nach 90 Jahren sagen, ein heimlicher Gottesdienstgespräch meines Herzens irgendwo da in der Ecke, wo mich keiner sieht? Nein, 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 nein. Ich persönlich glaube, Daniel hätte das überhaupt nicht gekonnt. Selbst wenn ihm diese Gedanken gekommen wären, unmöglich. Wenn jetzt Daniel wirklich in der Löwengrube umgekommen wäre, er ist ja nicht umgekommen, aber wenn er umgekommen wäre, ja, wo wäre denn Daniel hingegangen? Na, zu seinem Gott. Was hatte denn Daniel zu verlieren? Gar nichts. Bleibt er am Leben, hat er nichts verloren. Hätten ihn die Löwen zerrissen, hätte er auch nicht verloren. Ein Greis von 90 Jahren, und der müsste ja langsam bereit sein für die Ewigkeit, dass er zu seinem Herrn geht. Ihr Lieben, was verlieren wir denn? Das Einzige, was uns auf diese Erde hält, ist die Verantwortung, die wir haben. Vielleicht Eltern für ihre unmündigen Kinder. Reich Gottes arbeiten für das, was sie für den Herrn tun wollen. Gewiss, aber sonst, was hält uns denn auf diese Erde? Nun gar nichts. Was hält uns denn hier groß? Sicher, wir haben eine Verantwortung in der Familie, im Reiche Gottes. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, bei Christus zu sein. Aber um euretwillen ist es besser, dass ich im Fleische bleibe. Es liegt mir beides hart an. Ich weiß nicht, welches ich erwählen soll. Ihr Lieben, wir verlieren doch überhaupt nichts. Selbst wenn sie uns umbringen, selbst wenn sie uns töten, selbst wenn uns die Löwen zerreißen, selbst wenn wir sterben. Im Gegenteil, wir gewinnen doch. Wir wollen doch nie einen Menschen zurückwünschen, der uns vorangegangen ist in die Ewigkeit. Er hat es doch besser in seines Vaters Hause, in der Stadt der goldenen Gassen. Er ist zwar noch nicht im Vollendungszustand, weil die Gemeinde Jesu erst vollendet wird, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit. Das muss uns ganz klar und eindeutig sein. Aber sie sind doch beim Herrn. Sie kann doch kein Tod nicht mehr töten. Daniel, was hast du als 90-Jähriger, ich nehme mal diese Lebenszahl an, was hast du zu verlieren? Gar nichts. Also wenn ich 90 Jahre gelebt habe und diese Herrlichkeit Gottes erfahren habe, also ich würde sagen, Herr, ich würde gerne auch hier bleiben, um weiter für dich zu wirken, aber nach 90 Jahren, ich bin bereit, hol du mich heim. Tja, Lieben, dieses Wort ist unausschöpflich. Da nun Daniel erfuhr, dass solch ein Gebot unterschrieben wäre, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster gegen Jerusalem und fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Vielleicht sollten wir uns doch die Zeit nehmen, um einmal Karl Gerock zu hören. In dem heiteren Sommerhause an den Wassern Babylons, wo der Weltstadt wüst Gebrause leiser klingt gedämpften Tons. In des Söllers luftgen Hallen liegen Zion offen stehen, sieht man auf die Knie fallen, Daniel zum Herrn zu flehen. Wie wunderbar, dass der Dichter ausdrücken kann. Tag für Tag
Zu dreien Malen kniet er da vor Gott dem Herrn, früh, wenn in des Ostenstrahlen kaum verblich der Morgenstern. Mittags, wenn der Sonne Gluten heiß auf Babels Dächern glühen, abends, wenn des Euphrat Fluten Gold beglänzt vorüberziehen. Dreimal am Tag über Babels Prachtpaläste schaut er mit entzücktem Sinn nach der fernen Davidsfeste, nach den Bergen Zions hin. Aber Daniel, du schaust über Babels Prachtpaläste hin? Daniel, rührt dich diese Pracht Babylons gar nicht? Nein. Über Babels Prachtpaläste schaut er mit entzücktem Sinn nach der ferne Davidsfeste, nach den Bergen Zions hin. Über Babels Palmenwipfel, seiner Gärten Rosenflor, schwebt Morias heiliger Gipfel, des Propheten Auge vor Moria, wo Abraham Isaak opfern sollte, wo der Tempel stand, wo die Nordspitze des Berges Moria einmal Golgatha sein wird. Tja, er hat mit seinem irdischen Auge nichts von Zion gesehen. Das waren immerhin runde, knappe 1000 Kilometer von Babylon nach Jerusalem. Aber sein inneres Auge hat er Moria gesehen. Und der Winde leise Flügel tragen durch der Wüste Meer, über Ströme, Tal und Hügel, ihm die Grüße Zions her. Laben ihn im fremden Lande mit der Heimatwonneduft, stärken ihn im Knechtestande. Mit der Freiheit Himmelsluft. Ja, er ist im Knechtestande. Der Gefangenen aus Juda einer, nicht? So wird er bezeichnet, im Knechtestande. Selig wie im Weltgebrause nach der oberen Gottesstadt, nach dem rechten Vaterhause, stets ein Fenster offen hat, wo er kniend im Gebete seine Seufzer heimwärts schickt und in Früh- und Abendröte nach den Bergen Zions blickt. Fänd ich heute mich umfangen von der Weltlustparadies, sehe ich rings in Lüften hangen Gärten der Semiramis. Hinter Babels Riesenmauern fühle ich doch der Knechtschaft Stand. Und mein Sehnen und mein Trauen flöge heim ins Vaterland. Liegt mir meines Hauses Enge, meines Tagwerks heiß Gewühl, meiner Sorgen banke Dränge auf der Seele schwer und schwül. Morgens tue ich, du am Abend, Zion zu mein Fenster auf. Heimatlüfte, Himmelschlaben nehmen dorthin ihren Lauf. Dorther säuselt Luft vom Osten und erquickt die matte Brust, lässt mich in der Knechtschaft kosten künftiger Freiheit Himmelsluft. Dorther schimmern Hoffnungssterne durch der Zeiten Nebel flor, Harfenklänge wehen von Ferne, selige Botschaft mir ins Ohr. Wo ich mag mein Haus mir bauen, in den Tälen auf den Höhen, immer soll nach Salems Auen mir ein Fenster offen stehen. Schließt mit seinen stolzen Gassen Babel rings mein Hüttchen ein. Unverbaut soll's doch mir lassen, Zion zu mein Fensterlein. Tja, ihr Lieben, der Dichter hat versucht, etwas nachzuempfinden, wie dem Daniel zumute ist. Tja, aber das ist nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, ja. Wie lange hat Daniel dorthin gebetet? Na, doch gewiss 70 Jahre, oder? Geschwister und Freunde, ich kann mir das nicht anders vorstellen, das steht hier nicht. Aber es steht ja hier, als nun Daniel erfuhr, dass solches Gebot unterschrieben war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster gegen Jerusalem und er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, betete, lobte, dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Aber doch nicht die letzten 3 Tage, nein. Doch nicht die letzten 3 Monate, nein. Ich bin der festen Überzeugung, wenn Daniel sich als junger Mann vorgesetzt hat, Daniel 1, sich nicht an der Götzenspeise des Königs zu verunreinigen, dass Daniel von vornherein diese offenen Fenster nach Jerusalem hatte, kann denn ein Mensch, der 70 Jahre nach Jerusalem zu Gott gebetet haben, kann der sich plötzlich durch so ein Gebot aus der Fassung bringen lassen? Das geht nicht. Kann denn Israel, das 4000 Jahre besteht, plötzlich anfangen, den Antichristen und den Teufel anzubeten? Das geht nicht. Können wir denn als Gemeinde Jesu, die wir fast 2000 Jahre auf dieser Erde bestanden und überwunden haben,
Können wir denn plötzlich aufhören, unseren Gott zu loben und so heimlich in dem Gespräch unseres Herzens, unseres Glaubenslebens? Nein, das geht nicht, ihr Lieben. Das ist ausgeschlossen. Er hat offene Fenster nach Jerusalem. Er fiel des Tages dreimal auf seine Knie, wie er bisher zu tun pflegte. 70 Jahre, darf ich es mal so sagen, hat er gebetet. Und die Macht seines Gebetes hat 70 Jahre Babylon überstanden und wird auch hier Medo-Persien überstehen. Nun würden wir sagen, am Morgen verstehen wir. Am Morgen brauchen wir die Kraft des Gebetes. Am Mittag? Und warum am Mittag? Wer von uns betet am Mittag? Am Abend, ja, das verstehen wir. Müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu, über meinem Bett mein und so weiter. Ja, das verstehen wir doch. Morgens, ja, für den Tag. Abends, ja, für die Nacht. Steht sogar in der Bibel. Die Kinder Israel müssen im Tempel das Morgenopfer, das Abendopfer darbringen. Aber warum dreimal am Tag? Du gewiss doch nach der Mittagspause, wo es am heißesten ist, wo dann am späten Nachmittag, wenn die Siesta, die Mittagspause vorüber ist, wenn er seine Amtsgeschäfte wieder aufnimmt, dann muss er ganz besonders beten. Warum? Na, der Körper ist etwas müde. Man hat auch Mittag gegessen. Am Essen wird man immer so müde, nicht? Strengt einem so an, irgendwie der Körper muss das verdauen. Naja, und dann? Naja, dann braucht man besonders das Gebet. Der Nachmittag ist viel schwerer arbeitsmäßig zu ertragen. Und der Daniel, na, der ist Reichskanzler. Was hat der Mann für Aufgaben? Der möchte doch nicht versagen. Hat er vormittags und mittags durchgehalten? So, jetzt ist die Pause vorüber. Darf ich es mal landläufig sagen, jetzt kommt der arme Mensch so halb tot in seine Kanzlei und ist nichts mit ihm los. Er ist gereizt, er knurrt rum und ist vielleicht auch von der Sünde anfechtbar. David ging nach dieser berühmten Mittagspause auf dem Dache seines Königshauses spazieren und sah ein Weib sich waschen. Na David, der Daniel lebt ja nach dir, aber vielleicht hättest du es doch machen sollen, erstmal auf die Knie zu gehen. Dann kannst du 10-mal diese Batzeba sehen, du wirst nicht sündieren. Ihr Lieben, gerade das Gebet in dieser kritischen Tageshälfte, ja, vom Vormittag her mit Elan sind wir hineingegangen, nun sind schon 5-6 Stunden vergangen, sind wieder etwas abgearbeitet, das essen wir noch, dann sacken wir ab. Der Bohnenkaffee soll uns ja dann wieder hochputschen, das tut er vielleicht für eine Viertelstunde. Und dann, ja, wir sind anfechtbar. Gerade die Mitte des Gebetes, die Mitte des Tages, das ist so wichtig. Deswegen betet er dreimal. Zweimal genügt nicht morgens und abends, sondern dreimal betet, lobt und dankt seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegt. Also ich würde persönlich sagen, wenn wir alle in Babylon gewesen wären, dieser ganze babylonische Götzendienst, der hätte uns mindestens dreimal am Tag auf die Knie getrieben. Warum? Wir würden sagen, das ist ja nicht mal auszuhalten hier in Babylon. Dieser Götzendienst, diese Teufelanbetung, diese gräuliche Stadt hier, müssen wir ja auf die Knie fallen und beten. Dann so muss es auch bei uns als Kinder Gottes sein. Wenn wir nach Hause kommen, dann sind wir froh, dass wir endlich die Tür zumachen können, dass wir endlich aufs Gebet uns freuen können, dass wir endlich auf die Knie fallen können, dass wir endlich Gemeinschaft mit Gott haben können. Es geht ja so gräulich zu in dieser Welt. Wir brauchen also das Gebet, morgens, mittags, abends. Das ist kein Gesetz, das ist nur eine Hilfe für uns. Und nun kommen eben die Männer, Vers 14, sieh mal einer, Daniel, der Reichskanzler, ist plötzlich der Gefangenen aus Juda einer. Oh ja, diese Herren, die wollen ihn mit Schmutz bewerfen, wollen ihn herabsetzen, um ihn ganz auszuschalten. Und nun, der König kann nicht anders. Er muss ihn in den Löwengraben werfen, er versucht ihn zu retten. Dein Gott, Vers 17, dem du ohne Unterlass dienst, da haben wir es, ohne Unterlass. Gewiss schon 70 Jahre und länger. Der helfe dir und er hilft. Und nun wird er in die Löwengrube geworfen und am Morgen sehr früh, Vers 20, in manchen Übersetzungen Vers 90, da kommt der König und ruft mit ganz kläglicher Stimme, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, können von den Löwen erlösen? Ja. Unser Gott hat uns aus dem Feuerofen erlöst. Er hat uns auch von den Löwen erlöst. Er hat seinen Engel gesandt, Vers 23. Der hat dem Löwen die Rachen zugehalten. Es ist mir kein Leid geschehen. Ich bin unschuldig. Ich habe auch nicht wieder den König gesündigt. Und nun fliegen diese frechen Ankläger hinunter. Sie werden zermalmt
Und nun kommt ein Lobpreis über Gott, Vers 27 und 28. Und wieder steht hier, Vers 27, sein Königreich ist unvergänglich. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Erlöser, er ist ein Nothelfer, tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet und Daniel wurde gewaltig im Königreich des Darius und auch im Königreich des Chores des Persers. Da haben wir. Tja, Lieben, wir müssen hier wieder mal unseren Text abbrechen. Unsere Zeit ist vorüber. Sie sehen heute Abend, das war viel mehr seelsorgerlich für uns persönlich. Morgen Abend geht es dann wieder ganz hinein in die Buch der Heilsgeschichte aus Daniel Kapitel 7. Auch übermorgen zu den Linien des Antichristen, aber wir kommen ja immer mehr hinein in die antichristliche Zeit. Also muss das Buch Daniel immer deutlicher, immer klarer zu uns sprechen, heilsgeschichtlich und auch seelsorgerlich. Durch die Macht unseres Ärgers erregenden Gottesdienstes, dass wir an die Gekreuzigten glauben und zu ihm beten. Damit überwinden wir die Welt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dazu möge uns der Herr segnen. Wir heben uns und wollen zusammen beten.